Hallo und herzlich willkommen zurück zu der Sims 4 100 Baby Challenge. Yay! Ja, guten Tag und herzlich willkommen zurück. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir haben in der letzten Folge den Mr. Conny Koreander kennengelernt. Und der ist echt ein hotter Typ. Und ich überlege, ob ich nicht Conny nehmen soll anstatt Luke, weil Conny ist einfach. Er ist einfach Conny und er ist einfach so viel bärtiger und männlicher als Luke. Und ich glaube, er kann uns einfach viel mehr bieten. Und ja, es ist eine schwierige Entscheidung. Bitte entscheidet euch jetzt. Nein, natürlich nicht. Wir behalten natürlich unseren schnuckelputzigen Luke, der übrigens arbeitslos ist, und tauschen ihn nicht gegen Conny aus. Aber Conny ist natürlich auch ein netter Kerl, haben wir festgestellt. Und den finde ich echt knorke und finde ich toll, dass wir jetzt mit dem befreundet sind. Finde ich ihn sehr schön, auf jeden Fall. So, und hier schlafen zurzeit alle. Ich weiß gar nicht, was machst du gerade? Ach, du gehst jetzt auch ins Bettchen. Das ist ja schön. Alle gehen jetzt ins Bettchen. Was macht denn Jutta? Jutta, die aussieht wie ein Typ, die geht jetzt auch mal schlafen, auch wenn das nicht ihr Bett ist. Wo ist denn der Rest schon wieder? In welchen Betten? Du bist im richtigen Bett und du bist auch im richtigen Bett und du, ja, bist auch im richtigen Bett. Ich weiß gar nicht, war das ein Zimmer? Ich glaube schon, ne? Ja, im Moment haben wir ja noch alle ein bisschen freie Auswahl. Da müssen wir dann mal gucken. Ich würde es auf jeden Fall sagen, wir laden heute den Luke mal ein. Wir sind ja auch kurz jetzt vor einer Entbindung. Ich guck mal eben. Wir sind drittes Trimester. Also es ist bald soweit, kann man sagen. Deswegen würde ich sagen, wir laden gleich den Luke mal ein. Ich weiß gar nicht, sollen wir den einladen und hier einziehen lassen? Ich würde sagen, ja, oder? Wir lassen ihn mal einziehen. Weil jetzt so kurz vor der Geburt wäre das vielleicht gar nicht so schlecht. Sie muss auch gleich schon wieder dringend pinkeln. Ich mache mal eben hier auf schnell, damit wir das hier schnell hinter uns bringen. Obwohl, da ist gerade jemand wach geworden. Die Linnea, unser kleines Prinzesschen, ist gerade wach geworden. Und ich würde sagen, in der nächsten Woche lassen wir die mal alle altern hier. Du kannst mal baden gehen. Lassen wir die mal alle altern und dann zu Teenies werden hier unsere kleinen süßen Mäuse. Zumindest die vier hier unten. Und Jutta schmeißen wir dann raus. Wie das anhört. Jutta, du siehst aus wie ein Typ, du musst weg. Nein, Jutta muss auf jeden Fall weg, weil wir wollen ja hier die vier auf jeden Fall behalten. Das haben wir ja schon gesagt. Und dann gucken wir mal, wie das Baby aussieht oder beziehungsweise das Kind, was jetzt noch schlüpft, kurz bevor es kommt. Schauen wir dann nochmal, wie das aussieht. Und dann entscheiden wir uns, ob wir das auch behalten oder ob wir das abgeben. Weil wir müssen natürlich ein bisschen gucken, dass wir Platz schaffen. Weil sobald der gute Luke hier natürlich einzieht, wird es natürlich knapp. Ne? Das ist natürlich klar. Dann sind wir im Moment 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute sind wir jetzt. Wenn Luke dann noch einzieht, dann sind wir 7 und das Kind dann noch da ist, dann sind wir 8 und somit vollzählig. Also müssen wir auf jeden Fall jemanden rausschmeißen, falls wir noch weiter Kinder kriegen wollen. Und ich habe mir überlegt, ja, was habe ich mir überlegt? Achso, ja, Jutta schmeißen wir raus. Ich habe mir jetzt gerade so, während ich so gesprochen habe ich mir überlegt, dass wir Luke noch nicht einziehen lassen, weil ich will erst noch gucken, ob Penny nicht sogar eventuell Zwillinge bekommt, weil sie ist nämlich echt mega dick. Also es könnte eventuell so sein. Das weiß ich allerdings nicht 100%. Deswegen müssen wir erst abwarten, weil wenn wir jetzt Luke natürlich einziehen lassen, dann haben wir nicht mehr so viel Platz, um Zwillinge zu bekommen. Deswegen warte ich erstmal. Und dann kannst du mal baden mit Lavendel-Schaumbad. Das hört sich auf jeden Fall sehr relaxend entspannt an. Baba! Schreit sie hier auf dem Klo. Oh ja. Ah, so sitze ich auch immer auf dem Klo. Ah. Ah. Nein, so sitze ich natürlich nicht da. Jetzt denken natürlich wieder alle wieder, was, du sitzt hier auf dem Klo? So, du gehst jetzt mal eben hier pinkeln. Warum liegt hier eigentlich überall Wäsche rum? Das ist auch eine Frage, die wir uns stellen sollten. So, dann geh mal, pipi, pipi. Und dann kannst du dir hier auch was zu essen nehmen. Er engagiert sich erstmal in Caterer. Nee, er nimmt sich erstmal ganz normal was zu essen. Was ist denn heute für ein Tag? Dienstag. Und dann kannst du ja eigentlich, ah nee, da müsst ihr ja gleich zur Schule, ist ja auch blöd, ne? Guck mal, was ist das denn für eine Schüssel? Warum ist die, seit wann sind die so grün? Ist die schon immer so grün? Ist auch sonst nicht so grün, oder? Oder bin ich jetzt blöd? Jetzt will ich die Schüssel aber. Nee, die Schüssel ist ganz normal. Warum wird die denn hier so komisch angezeigt? Ich weiß es nicht. Er entscheidet sich auf jeden Fall dafür, draußen zu frühstücken. Das finde ich. Ach, hier kommt die Musik. Das finde ich auf jeden Fall sehr entspannt. Oder wo geht er jetzt hin? Oder geht er rüber zu Linnea? Er geht rüber und sie geht auch rüber. Nee, sie geht ja rüber zum Spieltempel. Aha. Auch sehr schön. So. Du bist immer noch hier schön fixi am Baden. Und dann würde ich jetzt mal sagen, habe ich gerade Fixie gesagt? Das hört sich ein bisschen komisch an, wenn man das so schnell sagt. Fixie. Wir gehen fix. Es sollte eigentlich fix heißen, ja? Und Fixie hört sich jetzt natürlich zweideutig an. War aber nicht so gemeint. War nur eine Verniedlichung von fix. So, was sich übrigens jetzt auch komisch anhört, wenn man das öfter sagt. Einladen auf aktuellem Grundstück absenken. Das machen wir mal. Und dann würde ich sagen, machen wir mal was zu frühstücken.
Obwohl, wir können eigentlich vorher was zum Frühstück machen. Ich sehe nämlich gerade, wir haben noch 4 Uhr. Ich denke, der wird noch schlafen, der gute Herr. Ein Gourmet-Menü zubereiten. Ja, Luke schläft. Das war mir ja klar. Wir machen jetzt Gourmet Düdelüm. Ja, ich weiß. Es klingelt immer mein Handy. Bla, bla, bla. Ich weiß, es ist unprofessionell. Boah, Mimi, ey. Echt schlechteste YouTuberin ever, ever, ever. Immer diese Unprofessionalität hier mit deinen komischen Klingeltönen immer und deinen Handys, die hier immer rumnerven. Das ist echt furchtbar mit dir. Ich hasse deine Let's Plays, hasse deinen Kanal, lösch dich und dein Leben und keine Ahnung. So. Ich schmeiß das mal weg. Ich neige heute zur maßlosen Übertreibung, wie ihr merkt. Ja, sie anscheinend auch, so wie sie hier mit den Messern rumwirft. Finde ich gut. So, Willi, du kannst jetzt ruhig auch mal raus aus deinen Federnchen. Und dann müsstest du Federchen. Oh, was bin ich denn heute auf Verniedlichungen? Ich weiß auch nicht. So, und dann kannst du hier mal auf Klöchen. Und dann kannst du ein Düschchen machen. Und dann kannst du Ässchen machen unten. So, jetzt höre ich aber auf, sonst wird es übertrieben. Und ich atme hier die ganze Zeit in mein Headset. Ich höre schon selber. Ach, guck mal hier, dieser freche Nikolaus. Hör mal, ach, Nikolaus. Zwerg. Der sieht immer lustig aus, oder? Aber auch ein bisschen eklig. Alter, was machst du hier? Ich komm hier an, du brennst fast. Ganz ruhig, Penny, ganz ruhig. Ich finde das zwar schön, dass du dir mit dem Essen so viel Mühe gibst, aber es reicht auch, wenn du es ganz normal kochst. Das sah jetzt wiederum aus wie Kotze und es ist auch nur okay. Frittiertes Gemüse. Toll, das gibt's heute. Köstlich. Könnte mir nichts Besseres vorstellen am frühen Morgen als frittiertes Gemüse. So, hier den Teller, den räume ich mal für dich weg. So. Was ist das? Hamburger? Von Nikolas Flink? Wer ist denn Nikolas Flink? Kennen wir diesen Mann? Wir wissen es nicht. So, was mit dir? Warum bist du traurig? Ach ja, weil du düster bist, ne? Ja, gut. Dann kannst du auch traurig sein. Du bist auch fit, das ist auch sehr schön. Dann kannst du nämlich jetzt auch mal eben duschen. Moment. Hier einmal baden. Und warum haben wir hier oben eigentlich keine Dusche? Ach, wir haben ja oben noch eine Dusche. Was erzähle ich denn wieder da? So, dann geh mal duschen und dann kannst du hier noch verwenden, obwohl du gar nicht so trinken musst. Und dann kannst du auch mal runterkommen, dir hier so ein Obstgegrilltes nehmen. Was ist das denn? Gummi-Obstkuchen. Kannst du dir auch nehmen. Auch lecker. Blublo. So, und danach können wir dann wirklich mal den Luke anrufen. Dann kann er mal bitte hier ein bisschen abhängen bei uns. Und dann schauen wir mal, ob das Baby denn dann auch gleich mal kommt. Ich weiß gar nicht, das dauert, glaube ich, immer noch. Ich glaube nicht, dass diese Folge was wird, aber nächste Folge dann ganz bestimmt. Guck mal, wie sie ist. Nom, 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 nom. Sieht immer so süß aus mit den Bäckchen. Los, ess. Nom, 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 nom. Nom. Ich kotze gleich. So, Michelle. Sie sieht irgendwie süß aus, ne? Ich mag sie. Sie ist so ein kleiner Frechdachs. So, die müssen jetzt gleich alle zur Schule. Ich weiß gar nicht, ob die ihre. What the fuck war das gerade? Habt ihr das auch gesehen oder hab nur ich das gesehen? Hatte er jetzt gerade so ein Riesenpferd? Das sah ja lustig. Also, das will ich nochmal machen. Auch das will ich nochmal sehen. Das sah cool aus. Moment. Ich gucke auch mal gerade. Das will ich jetzt gleich nochmal sehen. Das fand ich ja lustig. Wo sind diese Spielzeuge? Ich guck mal eben hier. Ach, hier, guck mal. Das war das nämlich, ne? Aber das war vergrößert. Warte. Das sah cool aus. Wie geht denn das nochmal so, ne? Warte, wir übertreiben. Wir neigen heute zu maßlosen Übertreibungen. Geht da nicht noch mehr? Geht da noch was? Warte. So. Das muss. Das reicht. Das stellen wir jetzt hier hin. Wie das aussieht, Alter. So, und jetzt räum das doch bitte mal weg. Weglegen. Nee, besser, besser. Spiel damit, spiel damit. Das will ich jetzt sehen. Das sieht bestimmt geil aus. Los. Spiel damit. Falls ihr euch jetzt fragt, wie das funktioniert mit dem Vergrößern, einfach Alt gedrückt halten und dann dieses komische Zeichen neben dem Fragezeichen auf der Tastatur drücken. Dann müsste es eigentlich klappen. Zumindest klappt es bei mir. Jetzt kommt's. Ja. Das sieht ja. Das sieht toll aus. Das sieht einfach echt aus. Super schön. Herrlich. Alter, wie das aussieht. Oh Gott. Oh Gott, was macht er mit dem Pferd? Was ist hier nur los? Nee, herrlich einfach. Einfach nur herrlich. Es ist einfach schön mit anzusehen. Ach, schön. Oh nee. Wie das aussieht. Alter. Voll lustig. Naja, hatten wir da mal einen kurzen Moment Spaß. Dann kannst du es jetzt bitte in die Kiste weglegen. Das sieht natürlich jetzt auch sehr realistisch aus.
Ach, Horst muss jetzt die Grundschule besuchen. Ja gut, dann verkaufe ich es eben. Aber der Spaß war es mir echt wert. Guck mal, für 24 Simoleons können wir es verkaufen, hör mal. Obwohl es so ein Riesenpony war. So, dann geh du jetzt mal schön los zur Schule. Du gehst, glaube ich, auch. Du gehst, glaube ich, auch. Ja, du isst gerade noch. Und du gehst auch. Und du gehst auch. Das ist sehr schön. Dann sind nur noch wir hier. Und was ist jetzt mit Luki Buki? Ach, der ist schon da. Küssen. Wo ist er denn? Luke. Tschüss, Kinder. Ach, da steht er ja. Der Gute. Hallo, Luki. Übrigens hatte Michelle, die den guten Mann erstellt hat, liebe Grüße an dieser Stelle, mir gesagt, dass der gute Mann viel mehr Muskeln hatte, als er jetzt hat. Und das müssen wir natürlich wieder ändern, denn wie ihr alle wisst, finden wir Muskeln äußerst schön. Und deswegen wollen wir das natürlich wieder ändern. Wir schmusen mal ein bisschen im Schrank rum. Mein Gott, sie mit ihrem dicken Bauch, der arme Mann, er wird erdrückt. Komm her, komm an mich ran, komm an Muttis Brust. Wenn ich so eine alte wäre, ne? Stell mal vor, so. Ja, mein Sohn, komm mal an Muttis Brust hier. Komm mal ran, ja. Gib mich mal einen Schmatzer. Wie so eine alte Assige, ne? So eine dicke. So mit so Hängebrüsten. Komm mal hier an mich ran, kleiner süßer Luke. Vernasche ich dich zum Frühstück. Mein Gott, ich weiß heute nicht, was los ist mit mir. Also heute bin ich wieder gut drauf, merkt ihr ja schon. So, dann ab mit euch in den Schrank. Ihr könnt euch einen Schrank eurer Wahl aussuchen hier. Welchen wählt ihr? Aha, diesen. Also ist nicht der ganz billige geworden. Sie wollen dann doch diesen mittleren. Oder war das der mittlere? Ich weiß nicht mehr. Komm mal ran, Junge. Huhu. So, das sprungen wir mal vor. Das kennen wir ja mittlerweile. Vielleicht ist das ja auch wehenfördernd. Man weiß es ja nicht. Vielleicht fördert es ja tatsächlich die Wehen. Und dann kriegen wir jetzt gleich ein Kind. Ach, guck mal, wie kokett sie auch ist. Beruhigendes Lavender. Schwanger, zweites Trimester sind wir erst. Ja, dann kriegen wir es definitiv nicht. Drittes Trimester in 3 Stunden erst. Ja, dann, Leute, dann kriegen wir es definitiv nicht. Aber guckt euch das an. Wir sind auf jeden Fall fett dabei. Ich guck mal eben, wir haben gerade eine Rechnung gekriegt, die bezahlen wir mal eben flott. Bevor wir jetzt nämlich gleich... Bevor genau das passiert und wir keinen Strom mehr haben. Rechnung bezahlen. Wie viel? 24, ah, das geht ja. Ne, da zahlst du für so eine Hütte, zahlst du dann so 2000 Euro Miete im Monat plus 24.000 Euro Nebenkosten. Das ist natürlich ganz normal in diesem Budget, ne. Also es ist ganz normal hier, wenn man so wohnt, ne, Lage, ne, muss man natürlich alles mitberechnen. Hier an so einem See und so, ne, Villa, da hat man schon mal 24.000 Euro Nebenkosten. Das ist natürlich ganz normal. Strom, Wasser, ne, verbraucht man ja auch alles. Und, Grundstückssteuer hier und Steuersteuer und die Steuer von der Steuer muss natürlich alles gezahlt werden. So, wir haben die 24.000 bezahlt. Was möchte denn Luke jetzt von uns? Ach, der möchte plaudern. Nach dem Sex ein wenig plaudern. Das ist natürlich interessant. Aber Junge, wir wollen doch gar nicht reden. Ich möchte doch nur deine Hände küssen. Ist doch alles, was ich will. Dafür brauchen wir jetzt auch nicht wieder 3 Kilometer laufen. Was reicht, wenn wir das hier machen? Streng vertrauliches Geheimnis lüften, das mache ich mal. Hör mal, ganz streng vertraulich erzähle ich dir jetzt. Es gibt ein Wasserungeheuer hier. Hör da auf. Ja, wirklich. Nee, ehrlich. Du erzählst doch Quatsch. Darauf muss ich dich erstmal massieren jetzt. Und dass du mir das Geheimnis verraten hast, das ist einfach fantastisch. Ein Kuss hauchen. So, das machen wir auch. Und, oh, was habe ich jetzt gedrückt? In die Wolken schon, ne? Das wollen wir nicht. Wir wollen, wir machen mal eine lustige Aktion und zwar ein Insider-Witz. Insider-Witze sind doch immer super. Ach so, ja, tschüss, ne? Haus rein. War schön, dass du hier warst, ne? Hat echt Spaß mit dir gemacht im Schrank, ne? Aber gut, dass wir uns da verstehen und dass es hier rein sexuell ist, ne? Tschüss, bin schwanger von dir, mach dir nichts draus, kein Problem. Ja, ich würde sagen, das war natürlich wieder eine sehr lustige Folge. Ich hoffe natürlich, euch hat die Folge auch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr mir noch nicht auf Twitter, Facebook, Instagram und Co. KG folgt, jetzt habe ich vor lauter Freude in die Hände geklatscht, könnt ihr das gerne auch tun. Die Links dazu findet ihr unten in den Kommentaren. Also wer das noch nicht macht, sollte das unbedingt tun, denn das ist immer sehr interessant, über mein Leben Dinge zu erfahren, die ihr vielleicht gar nicht wissen wollt und ich sie euch trotzdem erzählen werde. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber, falls ihr das macht, könnt ihr das gerne, ne, oder falls ihr das überhaupt selber habt, könnt ihr mir da gerne folgen. Da poste ich manchmal Dinge, die wahrscheinlich überhaupt nicht sinnvoll sind und auch nicht wichtig. Aber vielleicht interessieren sie euch trotzdem. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag und ich sage bis demnächst auf Wiedersehen.